Es gibt nichts Schlimmeres und Nervigeres, als wenn Kinder und Jugendliche sich denken, ja, ich mache jetzt einfach mal die Dinge, auf die ich Bock habe und alles. Ja, und deswegen schauen wir uns heute mal wieder gottlose Kinder an, wo man sich wünscht, besser nicht die Eltern zu sein. Bleibt unbedingt bis zum Ende, damit ihr für eure Zukunft später wisst, wie ihr am besten nicht eure Kinder erziehen solltet. Der erste Bre übertreibt direkt seine Lage im Unterricht. Der Wurf war crazy, das muss ich sagen. Aber wie ehrenlos musst du sein, um einen Mülleimer auf deinen Mathelehrer zu werfen? Der Arme dort hat jahrelang studiert, nur um dann random in einer Klasse von einem Mülleimer getroffen zu werden. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wie stumpf der da auch fliegt. Und der Arme weiß nicht mal, wer es war. Das ist echt ein ehrenloser Pisser hier vorne. Vor paar Tagen war ja Weihnachten und gönnt euch mal, wie diese Jungs auseinandergenommen wurden von ihren Eltern. Oh no, die denken wirklich, sie bekommen eine PS5. Wie die abgehen drauf, die sind ja komplett am Ausrasten. Die werden gleich enttäuscht sein Vater sein. Bro, hey, come here, man. Come here. Hey! Bro, get up, bro, go outside! Ach du heilige Sch... Ja, damit frohe Bescherung, ne? War bestimmt noch ein frohes Fest danach. Come here. Hey! Wie undankbar, sie bekommen eine PlayStation 4 anstatt 5 und sie hassen ihre Eltern einfach dafür. Oder hätte ich damals eine PlayStation 4 von meinen Eltern bekommen? Bro, ich hätte geweint vor Freude. Gottlose Kinder mal wieder, sperrt die ein. Wenn kleine Brüder Fortnite spielen. Verpiss dich ins andere Zimmer! Ja, okay, entspann dich, Mann. Das hier kommt raus, wenn sie wirklich eine PS5 bekommen und den ganzen Tag zu Hause zocken. Lil Bro hat schon Aggressionsprobleme mit 11. Verpiss dich ins andere Zimmer! Chill, Bro. Nimm deine Pillen und komm runter. Das ist nur ein Spiel. Was? Nur ein Spiel? Das ist nicht nur ein Spiel. Fortnite ist mein Leben. Yep. Genauso wie es das Leben von dem nächsten kleinen Birra ist. Der hat nämlich das Fortnite-Event verpasst. Und das ist seine Reaktion. Chale, se pasó el evento. Damn, boy. Der Arme bekommt Depression wegen Fortnite. Hätte ich in der heutigen Zeit Kinder, ich würde den Fortnite-Verbot geben, bis sie mindestens 14 sind oder so. Weil alles darunter wird gefährlich für ihre Zukunft. Denn ich kann euch ganz genau sagen, wie das endet, wenn man die Kinder viel zu früh verwöhnt und ihnen alles gibt, was sie haben wollen. Und zwar, sie werden so. Ja, get up, Mom. What the f***? Geht denn jetzt schon wieder da ab? Jetzt mal Real Talk, die ist doch gerade mal wirklich 8 oder so. Die ist 90 cm groß, was schiebt die da Welle? Bruder, what the f***? Die randaliert einfach in der Klasse wie ein Geisteskranker. Oder was ist passiert? Wurde ihr das Handy weggenommen, weil sie in der Stunde gespielt hat oder so? Die rastet komplett aus. Was ist los? Da frage ich mich echt, wer die Eltern sind. Wer hat dieses Ding da erzogen? Wäre das meine Tochter? Ich würde Speedrun beim Jugendamt machen, damit die mir sie einfach wegnehmen. Ja, ja, kümmert ihr euch bitte um dieses Biest. Ciao, ciao. Ich bin da fein raus. Viel Spaß. Da habe ich genug von diesen Quälteilen. Genau wie dieser Opa hier. Das ist so ein standarddeutscher Allmann-Opa. Okay, okay. Das ist auch eine Art, gegen die Kinder zu kämpfen. Schon ein bisschen ehrenlos, ne? Das arme Skateboard. Der Opa ist schon so abgefuckt von allem, dass ihn auch sowas nicht mehr juckt. Der hat den ganzen Tag auf diesen Moment gewartet.
Aber naja, ich muss sagen, das ist vielleicht nicht die richtige Erziehung. Man sollte schon ein bisschen früher anfangen, den Kindern Respekt beizubringen. So wie dieser Vater hier, der schön mit seinem Neugeborenen im Trampolinpark ist. Holy Sch... Was ist denn mit dem Baby passiert? Das Ding hat Triple Mipple Backflip mit Schraube und Bauchklatscher gemacht. Das wird mal ordentlich erzogen und nett sein. An das liebe YouTube-Team. Das hier war natürlich nur ein Spaßvideo. Und das Baby ist nicht echt, sondern nur eine Puppe. Das sieht man ja deutlich. Hier wurde niemand verletzt und das Video ist nur Satire. Versprochen. Wir sind verloren. Ich verarsche die Leute hier, stell denen bescheuerte Fragen. Zum Beispiel hier, kennst du das? Welche Vögel legen keine Eier? Legen Vögel überhaupt Eier? Nee, die legen keine Eier. Alles gut. Ja? Was hast du denn gedacht, wo die Eier herkommen? Mir wurde gesagt, dass Eier produziert werden. Was, die werden produziert? Bro, die trollt doch, oder? Das kann sie nicht ernst meinen. Die Eier, die wir essen zum Frühstück. Ja. Die man beim Netto und so kaufen kann, die werden produziert. Hä? Mir wurde das so erzählt, ich hab mich damit dir auseinandergesetzt. Ach du Scheiße, sie meint das wirklich ernst. Die Arme denkt wirklich, Eier werden in der Fabrik gemacht. Na. Ja, okay, wir sind wirklich verloren. Hä, du hast dein Leben lang gedacht, die Eier kommen aus einer Halle oder so? Ja, halt produziert, so wie die anderen Sachen. Wenn ich vorstellen darf, das ist unsere neue Generation. Eier werden in der Fabrik gemacht. Wie kann das sein, dass man in so einem Alter so eine Bildungslücke hat? Die klassische Hauptschule Duisburg-Schülerin. Wenn ich sie einmal vorstellen darf. Der Klassiker. Eier werden in der Fabrik gemacht. Aber meine Elfbar, die ist natürlich. Die besteht aus echten Himbeeren und echtem Wasser. Das ist was Natürliches. Das ist gut für mich. Bei dem nächsten Kind muss ich mich wirklich zusammenreißen, nicht alles in meiner Wohnung zu zerstören. Ey, Alter, wieso? Wieso? Bro, sowas macht mich so aggressiv. Bitte, mach doch einfach, was dir gesagt wird. Wieso musst du jetzt heulen? Zerstech doch einfach den Ballon. Bitte. Wegen dir fliegt dieser verfickte Ballon weg. Danke, Mann. Ey, mich macht das so sauer, wie sie anfängt zu flennen und sich weigert. Ohne Sinn. Das verdirbt mir echt die Lust auf Kinder später, ne? Wäre ich der Vater hier, ich könnte für nichts garantieren, dass die Kleine jetzt nicht an den Ballon befestigt wird, der da wegfliegt. Baby findet heraus, dass der Hamster eine Nase hat. One more pet. That's his nose. Aua, danke dafür. Der Hamster hat vielleicht eine Nase, aber dafür hat er jetzt keine Ohren mehr. Ja, F an den Hamster. What do you think about California? You like it? Yeah. No, was ein kleiner süßer Racker. Der sieht niedlich aus und freundlich. You like it? Yeah. Do you like it? You taking a sh? What you doing? Nein. Er macht jetzt nicht wirklich das, was ich denke, oder? Doch, er macht es. Scheiße. Wortwörtlich Scheiße, Mann. Sowas muss der Albtraum für Eltern sein. Imagine, du bist mit der Familie draußen unterwegs. Geile Zeit, macht Spaß. Ihr genießt es einfach so unterwegs zu sein. Und auf einmal eins deiner Kinder macht diese Filme. Ganzer Tag gelaufen, wirklich. Das war's. Super. Und wenn ihr dachtet, es könnte nicht noch goofiger werden? Ja, dann seht selbst. Da ist eine Tasche. Gucci für 450. Ja. Beim Gucci Store, Neuerweil. Okay. Und ja, man kann für 210. 210, zeig mal von vorne. Dreh mal um. Ja. Ne, von vorne hier so die. Ich wollte nur wissen, ob da ein Emblem drauf ist. Nee. Okay. Was hast du für die Cabine nochmal bezahlt? 210. 210 Euro. Bro, das sieht sch*** aus. Der hat halbe Vermögen von seinen Eltern ausgegeben, um einfach besch***
Chips zu sehen. Bro, what the f*** ist das denn? Diese goofy A-große Gucci-Tasche ist so unglaublich cringe. Wenn ich so einen Homie hätte, der auf Krampf Rich Kid sein will, boah, real for real, ich hätte keinen Bock mehr mit ihm zu chillen. Das ist hella peinlich. Das ist Generation TikTok at its best. Der Bre hat irgendwo gesehen, dass jemand gut ankommt, weil er teure Markenklamotten hat und will dann selber so sein. Und am Ende sind die Dinger safe noch fake und er fake flext hier im Video. Okay, hast du noch irgendwie was? Nein. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis blende ich jetzt hier ein. Ich hab noch ein bisschen Bargeld. Bargeld hast du auch noch? Ja. Zeig mal her. Hast du einen Batzen oder wie? Der hat auch sein Leben lang auf dieses Video gewartet. Extra Bargeld noch mitgenommen, um den Preis hochzutreiben, weil er denkt, das ist cool. Oh, aber der läuft. Wo geht's gleich hin, Digi? Europa-Passage, ein bisschen einkaufen. Bisschen einkaufen? Ja. Wohin? In der Europa-Passage? Calvin Klein. Calvin Klein? Ja. Paar Boxershorts, ne? Jo. Für die Mädels so, ne? Mhm. Mhm, ja, wegen Mädels. Obwohl, ich sag euch ehrlich, die Mädchen in seiner Altersstufe in Frankfurt feiern das safe auch noch ab. Die sind genauso verloren wie er. Einmal ein dickes Rest in Peace an unsere heutige Generation. Der Bre hier hat seinen Crush in der Schule gefragt, ob sie zusammen zum Ball gehen wollen. Der Ehrenmann hat sich sogar richtig Mühe gemacht und so ein Plakat mit in die Schule genommen. Dafür braucht man schon dicke Eier. Einfach seinen Crush mitten im Unterricht vor allen anderen zu fragen. Und deswegen glaube ich auch, er wird es schaffen. So, er ist der Coole, er spricht sie einfach an. Sie wird doch jetzt nicht Nein sagen, oder? Wie gezwungen er am Lächeln ist. Der Arme ist gerade so richtig nervös. Der kann gar nicht mehr klar denken. Nein! Ach du Scheiße, der Arme ist einfach am Heulen. Und so wie das aussieht, haben sie ihn verarscht, weil er ist danach so mäßig hingegangen. Ey, was soll das? Ihr habt gesagt, sie wird Ja sagen. Ihr habt gesagt, sie steht auf mich. Oh mein Gott, der Arme. Die haben den doch sowas von getrollt. Ey, das ist so gottlos. Aber er hat es auch schlecht aufgenommen. Er hätte sagen können so, okay, ist okay. Und setzt sich danach hin. Und er macht auf einmal so dicke Show und bekommt Depressionen innerhalb von ein paar Sekunden. Na, der wird nie wieder ein Mädchen nach einem Date fragen ab heute. Der hat Trauma davon bekommen. RIP, Grandma. Thanks for the chair. Ey, ich hab doch gesagt, heute wird es gottlos. Was soll das denn? Deine Oma stirbt und das Erste, was du dir denkst, ist so, yo, ich nehme jetzt erstmal hier einen elektrischen Stuhl. Nee, also das ist wirklich ekelhaft, Mann. Was ist das für ein Mädchen? Die hat bestimmt die ganze Zeit Auge gelegt und hat nur drauf gewartet, bis die Oma endlich passt, damit sie diesen Stuhl hat. Cooler Stuhl. Nice. Ja, und so wie es angefangen hat, geht es auch schon direkt weiter. Wenn ich alleine schon das erste Standbild sehe, hab ich schon wieder die Hoffnung an unserer Welt verloren. Blöd, mein Handy. Was ist denn hier los? Dort ist einfach so ein 11-jähriger Bub, der wahrscheinlich noch vor ein paar Tagen erst in die 6. Klasse gekommen ist und jetzt klaut er da Handys im Bus. Ey, hat der Eltern? Was sagen denn die Eltern dazu? Obwohl, gut, bei solchen Leuten sind die Eltern wahrscheinlich auch schon seit 30 Jahren komplett verloren und leben in ihrer eigenen Welt. Chill mal, was machst du jetzt da so Drama, Bro? Der versinkt lieber heulend da am Boden in Depressionen, anstatt einmal vorne zu dem Busfahrer geht und sagt, ey, mach die Tür auf, ich muss da vielleicht mein Handy holen. Yo, die Party war der Hammer. Die Party. Ja, gut.
Hey, 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 Jungs, macht mal ganz vorsichtig, lasst es nicht zu heftig knallen, ne? Ihr müsst morgen noch in die Schule. Also am meisten mache ich mir Sorgen um ihn hier. Das ist schon sein zweites Glas Cola in 2 Stunden. Der Kleine ist ganz kurz davor, komplett durchzudrehen auf Zucker und Koffein. Der im Spiegel denkt jetzt auch, er ist hier Social-Media-Influencer. Und der hier ist der Genießer in der Gruppe, wie er das Glas so anhebt, seinen Kopf nach hinten legt, dabei noch die Hand oben hat und noch so ein kleines Zeichen macht, dass es ihm extravagant schmeckt. Ja, 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 das sind die Jungs, die uns in ein paar Jahren die Bitches klauen. Und nach so einer fetten Nacht mit Cola und lauter Musik geht's wahrscheinlich morgen erstmal nicht in die Schule, ne? Wird erstmal blau gemacht. Sch*** auf Schule. Und ich hab hier gleich noch jemanden, der hardcore auf die Schule gesch*** hat. I'm not kidding, I don't have that much time and I have a lot to call. Bruder, der geht einfach duschen in der Schule am Waschbecken. Mit einer Badehose. Im Klassenraum. Die Schulen in Amerika sind anders. Der hat sogar seinen eigenen Eimer mitgebracht. Hey, in was für einer Psychose befinden wir uns gerade? Alright, so somebody call security. Chill, don't do that. Alright, so please be quiet. You can shower as much as you want, just be quiet. I'm gonna shut my mouth. Silence. Thank you. I'm throwing the key away. It's gone. Ich sag doch, die Schulen in Amerika sind anders, als ob es die Lehrerin nicht juckt. Die sagt einfach so, ja, ja, komm, du kannst weiter duschen, aber sei einfach still. Okay, alles klar, 10 von 10 unrealistisch. Hier in Deutschland würde ich sowas bei mir in einer alten Schule machen. Wow, ich hätte Schulverweis bekommen. Aber krass, dass er sich das traut. Der gibt wirklich ein F*** auf die Schule und wird dafür sogar noch belohnt. Ihr müsst euch mal vorstellen, später, ihr bekommt so eine Familie. Ihr habt eure Traumfrau, sie ist schwanger. Sie trägt das Kind 9 Monate aus. Es ist das erste Kind. Ihr steckt so 3, 4, 5 Jahre in die Erziehung. Schweiß, Blut, Tränen, alles. Und dann kommt einfach so ein Kind dabei rum. Also würde das mein Sohn später mit mir machen, boah, ich hätte keinen Sohn mehr danach. Würde er meinen Fernseher so f***en, dann würde ich ihn mal so richtig f***en. Aber auf, ne, nicht auf diese Basis, was ihr gerade denkt. Na, na, na. Leland! What are you doing? Why did you do that? That's our new TV! Those are really fragile. Why did you do that? Ja, warum hat er das getan? Vielleicht, weil er ein kleines hyperaktives Kind ist, was ich nicht benehmen kann. Leland, you can't... Now we gotta... Hopefully the TV works. Aber so wie es aussieht, könnte es dem TV vielleicht noch gut gehen. Leland, no! Ey, was macht der da mit dem Hammer? Was ist das für ein kleiner Schatzer? Ich würde Dinge mit dem Kind tun, das kann ich hier gerade nicht aussprechen, wirklich. No, you put that hammer back. That's a brand new TV. A TV, Jill? That's brand new TV. He hit it with the hammer. Why do you leave those hammers down? Leland, stop! Nee, gut, jetzt habe ich auch genug gesehen. Das reicht. Ich leg mich fest, das ist das schlimmste Kind, was es auf der Welt gibt. Der Teufel schlummert einfach in diesem Ding. Also nachdem ich das gesehen habe, bin ich dafür, dass es sowas gibt wie ein Knast für Kinder. Einfach, wo man sein Kind, wenn es irgendwas Schlimmes getan hat und man keinen Bock mehr drauf hat, für 1, 2 Wochen erstmal irgendwo hinsteckt, damit es nicht auf... Ich bin dafür, wirklich. Ich bin dafür. Melkt. Ja, da unten haben wir eine Truppe von Mädchen, die gerade einen schönen Bootsausflug macht. Und mal schauen, ob der so schön bleibt, wie er aktuell ist. Das wird ja immer besser hier. Das ist eine Aktion, die ist zwar gottlos und ehrenlos und hätte echt nicht sein müssen. Eigentlich bar, ekelhaft, ehrenloser Typ. Aber egal, ich feiere das. Genau das ist mein Humor. Schön die Mädchen, die sich einen schönen Tag machen wollten, erstmal mit Milch voll kippen und den Tag ruinieren. Und wie es der Zufall will, hat man sogar noch ein Video von den Mädchen da unten gefunden nach dem Vorfall. Der ganze Tisch, das ganze Obst, die ganzen Klamotten voll mit solcher ekelhaften Kuhmilch. Yeah, 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 Hauptsache die Musik läuft noch. Die Party ist noch im vollen Gange. Also das nenne ich mal einen gelungenen Prank. Gerne mehr davon. Also solange das nicht bei mir passiert, weil das wäre wirklich, das würde mich richtig nerven. Stell dir mal vor, du willst mit deinen Jungs schönen Bootsausflug machen, auf einmal wirst du mit Milch abgespritzt. Wisst ihr, es gibt schlechte Menschen, es gibt sehr schlechte Menschen und dann gibt es auch noch Menschen wie die hier. Dort oben drüber sind übrigens Studenten, die diese Woche eine Prüfung schreiben und einfach ihren Arsch aufreißen und schon Depressionen bekommen vom Lernen. Und unter ihnen geht einfach sowas ab.
Ich glaube, ich werde die Lust am Leben verlieren, wenn ich mir gerade seit 8 Stunden meine Unterlagen angucke und währenddessen das unter mir abgeht. Ich glaube, ich wäre der erste Mensch, der sterben würde beim Lernen. Dieses kleine Kind hier hat sich mit dem Falschen angelegt. Oha, oha. Das Huhn hat sich kurz gedacht, yep, dich nehme ich jetzt auseinander. Das Kind ist vielleicht so 2-3 Jahre, hat noch gar keine Ahnung von der Welt, aber das ist schon mal eine gute Lektion. Denn so wie du in den Wald hineinschreist, wird es wieder zurückkommen. Und so wie du das Huhn anschreist, genau so wird es auch auf dich wieder zurückkommen. Ich will nicht wissen, was nach diesem Schnitt passiert ist. Ich glaube, da ging mieser Beef los. Dieser Typ hier hat irgendein fremdes Kind, was in seiner Fortnite-Lobby war, ein bisschen getrollt. Ach, wie Musik in meinen Ohren, wirklich. Dieses Geräusch von kleinen Kindern, die ausrasten und die ausrasten auch noch wegen einem selber, weil man sie getrollt hat. Das ist wirklich der schönste Sound, den es gibt. Real Talk, in jeder Klasse gab es immer diesen einen Typen, der einfach komplett komisch war. Neben den sich auch niemand setzen wollte, mit dem auch niemand Projekt dabei zusammen machen wollte, mit dem auch niemand geredet hat und mit dem auch niemand in einem Team sein wollte in Sport. Oh boy, oh shit. Ja, der Typ ist auch definitiv der in dieser Klasse. Was macht der da? Der führt gerade Exorzismus an sich selber durch. Das ist einfach seine Vorstellung. Das ist sein Vortrag. Klasse, Timmy, du kannst dich jetzt wieder hinsetzen. Sehr schöner Vortrag. Bitte lass mich in Ruhe. Middle School Dance-Off. Oha, oha. Ein Tanzbattle in der Schule kann ja nur krass werden. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your... Der macht einfach Fortnite-Tanz. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich kann das alles nicht mehr. Ich brauche hiernach ein neues Gehirn. Freiwillige, die mir ihr Gehirn spenden wollen, bitte meldet euch in den Kommentaren. Das erinnert mich irgendwie an mich damals. Ich habe damals auch immer, als ich klein war, mit meinen Freunden Sachen kaputt gemacht und wir sind einfach weggerannt. Schön erstmal die Lampe zerstören, ne? Fällt ja gar nicht auf, ne? Das wird bestimmt niemand mitbekommen, dass dort einfach so alles voll mit Glasscherben ist. Nein, nein, alles gut. Oh, fuck. Fuck you. Fuck you, bitch. What the f***? Wer hat den kleinen Sch*** erzogen? Wer hat ihm diese Wörter beigebracht? Woher weiß er das? Wie alt ist der? Der ist doch gerade einmal 5. Was geht ab? Der hat einfach in diesen 10 Sekunden mehr Schimpfwörter gesagt als ich in den letzten 2-3 Tagen. Wie kann das sein? Wenn er schon die Tür beleidigt, dann will ich gar nicht wissen, was in der Schule abgeht oder zu Hause. Ich könnte mir auch vorstellen, dass am Armbrusttisch genauso geredet wird. So, ey, Vater, gib mir mal die Butter, du Sch***. Und Mutter, du alter Sch***. Bring mir den Orangensaft aus dem Kühlschrank. Los, 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 zackig. Genau so wird's sein. Okay, und zum Schluss will ich nochmal den Endgegner an nervigen Kindern präsentieren. Ja, an alle, die regelmäßig mit dem Flugzeug fliegen, ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Here comes the screaming kid. Love to fly. Gonna be my seatmate. Ja, halt die Fresse. Niemand interessiert sich dafür, ob es dir schlecht geht oder ob du nicht fliegen willst. Es juckt keinen. Bitte sei einfach still. Ich bin übrigens auch dafür, dass es im Flugzeug so ein Add-on gibt, irgendwie so für kleine Kinder, was man denen auf den Mund kleben kann, damit die überhaupt gar nicht die Chance haben zu schreien, während man fliegt. Ich habe wirklich gute Ideen in letzter Zeit. Ich sollte echt über das Bundeskanzleramt nachdenken. Okay, gut. Alles klar, gut. Ich will nichts sagen, aber wäre ich der Pilot, Bro, ich würde das mit dem Flugzeug jetzt machen. Spaß, Spaß, Spaß. Okay, das war nur ein Spaß, ein übertriebener Witz, um die Situation lustig zu machen. Okay, liebes YouTube-Team, das war nicht ernst gemeint. Das war nur Sarkasmus und Ironie. Alright. Therapeut, du solltest früher ins Bett gehen. Ich um 3 Uhr in der Nacht.
Also ich sag ehrlich, ich find's gut, dass du dir Hilfe holst. Weil wer sowas in der Nacht um drei macht, der muss wirklich mal öfters zum Therapeuten gehen als nur einmal in der Woche. Was ist denn das? Wie kommst du überhaupt auf diese Idee? Bro, das ist echt richtig abgefuckt, Mann. Das ist wirklich richtig gruselig. Und ja, wo wir gerade schon so bei weirden, gruseligen und cringen Dingen sind, ich bin mal wieder auf diese komische Roblox-Szene auf TikTok gestoßen. Und was ich da mal wieder gefunden habe, ist echt eine andere Welt. Hey. Ja, Lara, ich weiß. Warte kurz, muss auflegen. Love you. Also ich habe gerade. OMG, kennen wir uns? Du bist ja immer noch am Handy. Hey, es ist 14 Uhr und ich darf wohl am Handy sein, lol. Aber wie bist du hier reingekommen? Schau doch mal, wie spät es ist. What the f***, was schaue ich mir hier gerade an? Wie bin ich jetzt auf dieses Roblox-Rollenspiel gekommen? Wie? Was ist passiert? Und warum sieht dieser Typ so aus, als würde er sie gleich klären wollen? Bro, chill mal, es ist nur ein Game, okay? Es ist nur ein Spiel, das ist nicht echt. Wie spät es ist. Weißt du, was wir jetzt machen? Okay. Hey, was passiert hier gerade? Was hat dieser Typ hier vor? Der will sie einfach klären. Ey, ey. Was? Oh, mach nicht das Gesicht. Ah, Hilfe. Du legst dein Handy zur Seite? Nein, mein Handy. Und gehst schlafen. Warte, hole kurz was. So. Was wolltest du nochmal? Sie hat sich einfach ein Stück Pizza aus dem Kühlschrank geholt. Als ob sie so Hunger hätte. Ja, sie hat Hunger, ne? Ja, oder was ist das denn? Und morgen? Okay. Ach so. Da werde ich dich wiedersehen. Höhehilfe, was zum... Yo, what the f***? Wo holt er jetzt die Axt her? Ach, ich höre einfach auf, Fragen zu stellen. Das bringt doch sowieso nichts. Also ohne Witz, nachdem ich das jetzt schon wieder gesehen habe, habe ich echt gar keinen Bock auf das Wochenende. Das hat mir gerade schon wieder den kompletten Spaß genommen. Wer auch immer diese Videos erstellt und wer auch immer das feiert, sucht euch ernsthafte Hilfe oder hört einfach mal auf, das Handy zu benutzen. Ja, und es wird noch schlimmer. Schaut mal, hier wird einem Roblox-Spieler seine Freundin ausgespannt im Spiel von einem größeren und besser aussehenden Typen. Ey, über was reden wir hier gerade? I guess I'll just have to show you what you're missing. Oh mein Gott, nein, 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 nein! Oh Gott, das kann nicht mehr. Bitte, bitte, macht einfach jemand, dass es aufhört. Auf einmal ist er krass geworden, ne? Auf einmal ist er der Heftige und hat jetzt dicke Muskeln bekommen und einen, guten Körper. Ja, Mann. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no. Richtig gut trainiert, Bro. Du hast richtig durchgezogen. Du bist Giga-Chat geworden auf einmal. Ja, er hat sich seine Freundin wiedergeholt. Und tatsächlich 6 Monate später sah es so aus. I lost a baby, by the way. Ja, natürlich. Sie hatten Kinder in Roblox bekommen. Ich frag mich auch gar nicht mehr. Ich glaube, das macht es einfacher, wenn man es einfach nicht hinterfragt. Man lässt es einfach geschehen. Das Beste ist einfach, es zu ignorieren. Und das werde ich ab jetzt auch tun. Ich zeige meinen Eltern, was für Musik ich mache. Okay, ich bin gespannt. Okay, vorab erstmal gesagt, Musikgeschmack hin oder her, aber wer sich sowas wirklich so im Privaten zum Chillen reinzieht, der hat echt die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist keine Musik mehr. Ja gut, obwohl, wenn ich irgendwo mit meinen Jungs auf 1-2 Promille irgendwo am Party machen bin und diese Musik läuft, dann gehe ich auch absolut retarded auf den Beat. Aber nüchtern, im klaren Zustand würde ich mir sowas niemals geben. Und die Reaktion der Eltern sagt alles. Der Vater ist so enttäuscht. Vor ein paar Jahren hat er noch gedacht, sein Sohn wird später mal ein Doktor oder, ja, irgendwas Cooles. Und jetzt sitzt er auf der Couch mit ihm und er zeigt ihm diese Musik. Ey, ja, ich kann's absolut verstehen. Ich wäre auch geschockt, würde ich das hören von meinem Sohn. Okay, und wer heute immer noch denkt, yo, die Welt ist doch noch nicht verloren, vielleicht gibt es noch so ein bisschen Hoffnung, noch einen kleinen Funken da draußen, der irgendwo schlummert. Ja, ich muss euch enttäuschen, dieser Funke wird spätestens jetzt auch erlöschen. Bro,
Bro, what the f*** ist das für eine Werbung? Ach du heilige Sch*** ist das unangenehm. Was bin ich hier gerade sehend? Also ich verstehe, früher hat man auch so diese Handyspiele benutzt, so mit, wo man so eine Waffe hat und geschossen hat, aber na, ein Mobile Weapon Pod Simulator? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Na, das ist wirklich zu krass, das ist wirklich zu heftig. Natürlich, die meisten Kinder kommen ja heutzutage noch nicht unter 10 oder so an eine Vape, also was macht man dann? Na klar, man bereitet die Kinder schon mal schön davor vor und macht sie schon mal geil auf Vape. Oder das ist so peinlich, ne? Würde ich mein Kind später damit sehen? Oh, ich könnte echt für nichts garantieren, dass ich jetzt nicht mal ganz kurz Milch holen gehe. Wir sind wirklich verloren. Und was ist das überhaupt für eine Firma, die diese App anbietet, Bro? Wer saß in der Marketingabteilung und kam auf diese geniale Idee, das mit diesem Jungen vorzuzeigen? Ey, das ist echt ultra peinlich, ne? Also eigentlich ist es besser als richtiges Vapen, aber ich kann das nicht gutheißen, Bro. Was ist denn das? Ja, und damit sollte jetzt auch jedem klar sein, wir sind absolut verloren, das war's. Die Welt ist gefickt. Wir werden uns niemals weiterentwickeln. Ab dieser Generation wird Schluss sein. Es wird Real Talk Schluss sein. Die Menschheit wird aussterben. Und ja, ich habe auch keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Also ich suche wirklich seit 1-2 Stunden nach dem Sinn von diesem Video, was es mir eventuell sagen will, wo die Message steckt. Aber ich komme nicht dahinter. Vielleicht versteht ihr es ja. Попробуйте, Ey, lass den Armen doch seinen Kuchen essen. Der hat sich den doch selber geholt. Immer dieser eine Freund, der nur einen Biss haben will. Пацаны. Also ich sag's euch ehrlich, ich habe echt absolut keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, okay? Also das am Anfang, warum hat er ihn den anderen seinen Kuchen in die Fresse gehauen? Wozu? Und was ging mit dem Typ da draußen an der Tür ab? Was war denn seine Mission? Blin. Ey, lasst einfach weitermachen. Ich habe absolut keine Ahnung, was passiert ist, ne? Das hier sollte eigentlich nur ein süßer erster Friseurbesuch für den kleinen Tommy hier sein. Endlich, das erste Mal werden die Haare so richtig vom Barber geschnitten. Endlich Seiten auf Null. So, was du lübisch? Ja. Da gut schon? Ja. Okay, am Anfang war doch eigentlich noch alles gut. Er war ganz relaxed und glücklich auf dem Stuhl. Den Föhn hat er noch gefeiert, aber warum den Rasierer dann nicht? Lil Bro verwandelt sich einfach mal kurz in einen Adler. Der nächste Junge hat unnormal reingeschickt und es wird mies unangenehm für ihn. Wir hatten noch einen Shake. Shake, Buddy. Seine Freunde haben ihn hops genommen. Wenn man solche Freunde hat, braucht man Real Talk keine Feinde mehr. Wie ehrenlos, dass der Fahrer einfach stehen bleibt. Und dadurch wird es einfach so unangenehm für ihn hier. Also ich glaube, Real Talk, das war richtig, richtig peinlich, Mann. Er musste den Leuten am Fenster noch so richtig lange in die Augen schauen, weil sein Kollege nicht losfahren wollte. Der wurde echt gefickt, Mann. Der trollt danach nie wieder. Mutter, gib Köpfer. Mutter? Ey, das ist gottlos. Das ist wirklich gottlos, Mann. Die arme Mutter. Warum hast du das getan? Deine Mutter macht alles für dich und du gibst ihr einfach eine Köpfervorlage. Aber hat sie gut genommen, muss ich sagen. Deine Mutter hat doch sicherlich mal höher gespielt, oder? Hier ist so ein Wannabe-Aladdin auf seinem fliegenden Teppich unterwegs. Und er sammelt dabei so Spenden und das bringt ihn sein Brot nach Hause. Und natürlich kann das nicht gut enden, wenn ein Kind in der Nähe ist. Ey, der hat den auseinandergenommen. Vor der laufenden Menge gebastelt. Der fliegende Teppich fliegt ja gar nicht. Oh Mann. Und wie dreist ist das schon wieder von diesem Jungen gewesen, dass er einfach so auf diesen Teppich mit drauf springt und ihn dann auch noch hinhaut. Dieser Aladdin wird danach so sauer sein. Immer muss ein Kind alles zerstören. Skibidi Toilet. Skibidi Toilet.
Das ist so fucking random. Was macht dieses Kind mit der Wassermelone in dem Eimer? Der macht sich da gerade einen richtig entspannten. Der lässt mal schön den Nachmittag ausklingen. Schön in der Sonne. Prison Break 2-Euro Version. Und jetzt schnallt euch bitte wirklich an. Diese neue Generation sind wirklich einfach nur Affen. Die benehmen sich wirklich wie Affen und Tiere im Zoo. Hier ist irgendjemand in dem Polizeiauto drinne. Einer von seinen Homies. Der wurde gerade geschnappt, weil er eine Fortnite V-Bucks Karte geklaut hat. Free my man. Ja, Mann. Free my man. Er hat gar nichts getan. Er hat nur die Fortnite V-Bucks geklaut. Er hat niemandem was Böses getan. Yo, das ist crazy, Mann. Die Polizei wird dort einfach überhaupt nicht ernst genommen, Mann. Free my man und die haben ihn wirklich befreit. Endlich ist er wieder free. Ich meine, er hat ja wirklich nichts Schlimmes getan, ne? Er wollte sich halt nur die V-Bucks im Shop holen und hatte halt kein Geld. Mein Gott, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist ja auch nur digitales Geld, ne? Juckt ja eigentlich nicht. Ey, wie dreist sind die da eigentlich? Die sind doch alle gefühlt nur so 13, 14 und die befreien einfach ihren Homie. Wäre ich dort Polizist, ich hätte überhaupt gar keinen Bock mehr auf meinen Job, ey. Das muss doch so beschissen sein. Der nächste kleine Junge versucht sich mal als Straßenkünstler und ja, hört selber. Bruder, was ging mit dir am Ende ab? Alles gut? Am Ende kommen kurz seine inneren Dämonen aus ihm raus. Seine Seele verlässt gerade wirklich den Körper. Er nimmt das bisschen zu ernst. Er ist ein bisschen zu sehr drin. Er zeigt ein bisschen zu viele Gefühle beim Singen. Und wisst ihr, wer auch ein bisschen zu sehr in seinem Film ist? Die hier. You. Calm down, partner. Why you on your knees? Get down, boy. Get down. What the fuck? It's my time to go. Ey, yo. Was denkt der da hinten, wer er ist? Er nimmt so eine Pose ein, als wäre er ein Power Ranger und könnte gleich den Kampf antreten. Yo, das ist crazy, Mann. You. Why you on your knees? Calm down, partner. Why you on your knees? Get down, boy. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Und die Lache von ihm ist auch einfach zu real. Mich hätte es genauso rausgehauen, würde das jemand vor mir machen. So, und jetzt, Bro, soll ich jetzt Angst haben? Soll mich das einschüchtern? Oh nein, er nimmt die Pose ein. Ich sollte mich lieber von hier verdrücken, bevor er sauer wird. Das ist wirklich verrückt, Mann. Stellt euch mal vor, ihr seid so in eure neue Wohnung gezogen und auf einmal wohnt diese Person über euch. Yo, chillige Boxen hast du da. Gotta get dead. Ja, Mann, ich sehe, wie du es gettest. Bro, das Einzige, was du getten wirst, ist eine Anzeige wegen Ruhestörung. Was sind das denn bitte für Boxen? Die lösen einfach Erdbeben im gesamten Block aus. Wirklich ein dickes F an die Oma, die unter ihm wohnt. Und einfach nur ihre letzten Jahre genießen will. Ja, das wird damit wohl nichts. Hilfe, jemand ist in das Haus eingebrochen. Das Android-Kid. Un video, Mami, entra, papa. Este comentario me acuerda a una mujer que yo tenía, que se me murió de hambre. Ja, das ist der perfekte Beweis dafür, dass ihr euch lieber ein iPhone holen solltet. Stellt euch doch mal vor, das ist eine ernste Situation so. Du sagst zu deinem Homie, yo, Mann, ich wurde angeschossen, du musst einen Krankenwagen rufen. Und der sitzt so neben euch und versucht erstmal sein Handy eine halbe Stunde zu entsperren. Was ist das überhaupt für ein Passcode? Wer benutzt so ein goofy ass smiley Passwort? Alles gut, du brauchst keinen Krankenwagen mehr zu rufen. Es ist schon zu spät. Was ist das jetzt schon wieder? Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Was macht er da verfaxen mit seinem Mund? Versucht er da gerade wirklich mitzusingen? Der Text sitzt ja wirklich gut, Mann. Oder der Arme bekommt wahrscheinlich gerade einen epileptischen Anfall und ich mach mich drüber lustig. Bro went from 4 to 40. Yay! Now you can bite it. Bite it, bite the cake. Bite the cake. Smell it, smell it, chocolate. Ey, yo, mein kleiner El Chapo. Der Bruder ist schon mit 5 Drogenbaron.
Er ist 100% Mexikaner. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist safe ein Mexikaner. Und was ist das eigentlich für eine krasse Geburtstagstorte? Also, wow, das sieht wirklich, wirklich nice aus. Wenn ich ein Kind später bekomme, Real Talk, das bekommt diese Geburtstagstorte, wovon ich original die Hälfte selber essen werde. Capital Bra auf Temo. Also, falls ihr noch nicht angeschnallt seid, dann meine ich es jetzt nochmal ernst. Schnallt euch wirklich an, denn jetzt kommt der Capital Bra Duisburg-Version. Die Gucci-Tasche, ich weiß nicht, wie dieses Modell heißt. Das ist so ein, irgendwas mit C, irgendwie so ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall 570 Euro hat sie gekostet. Na, der hat ein bisschen zu viel Capital Bra gehört. Das ist wirklich ein bisschen too much. Ja, auf jeden Fall 570 Euro hat sie gekostet. Habe ich mir auch da hinten im Laden gekauft. Wow, Respekt. Du zahlst 500 Euro für eine Gucci-Tasche, damit du aussiehst wie Capital Bra. Ey, ich kann mir nichts Cooleres vorstellen, Mann. Gekauft. Das war... Ich weiß nicht, so erstes Mal Kreditkarte bekommen, dachte ich, ich will was Teures. Ich wollte eine Gucci-Tasche, deswegen habe ich mir eine Gucci-Tasche geholt. Auch vom Gucci-Store? So, auch vom Gucci-Store. So. Okay. Ich bin dann so Kreditkarte einmal durch. Ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste noch nicht mal, wie viele Zinsen drauf kommen und so. Ich habe mir so viele Probleme mit dieser Tasche eingehandelt. Tschüss. Okay. Also erstens, ich sag Cap. Die Story ist gelogen. Ich sag, die Gucci-Tasche ist 100% fake. 100% Fugazi. Nicht echt, der Bre ist am Capen. Und das zeigt schon wieder, was das für eine abgefuckte Welt ist. Überlegt euch doch mal. Der Typ will einfach nur aussehen wie Capital Bra und flext damit, dass er eine Gucci-Tasche hat, obwohl sie fake ist. Ey, die Welt ist echt verloren, Mann. Diese Rich Kids sind wirklich eine Plage für die Gesellschaft. Genauso wie das Kind im nächsten Video. Bro, das ist wirklich eine richtige Plage für die Gesellschaft. Wie kann ein Kind so erzogen sein? Oha, was ist da passiert? Die ist in irgendeinem Store und hat wahrscheinlich ihr Essen nicht bekommen. Und jetzt rastet sie so aus. Chill doch mal. Du bist gerade mal 13, 12. Keine Ahnung, Mann. Wie kannst du denn in diesem jungen Alter schon Aggressionsprobleme haben? Was müssen sich die Arbeiter denken? Die wollten heute auch nur einen entspannten Tag haben und auf einmal kommt so ein abgefucktes Kind da rein und will den ganzen Laden auseinandernehmen. Yo, der letzte Move war heftig. Ich sag ehrlich so, wie es ist. Dieser Jump über die Theke war krass. Damit hat echt niemand gerechnet. Ihr müsst euch einfach mal geben, dieses Kind hat Eltern. Irgendwelche Leute haben das als Tochter. Das haben die in der Erziehung falsch gemacht. Das frage ich mich wirklich. Da muss ja echt alles schief gegangen sein, damit sie so endet und so ausrastet in der Öffentlichkeit. Today for school lunch, I sent my daughter a delicious peanut butter sandwich. Okay, wir sehen hier also eine Mutter, die die Frühstücksbox für ihre Tochter fertig macht. Und was ist das jetzt schon? Ist das schon für dein Kind? Was soll dieses Gelee in dem Toast, hä? On the side, I send her some baby carrots. And of course, I send her some grapes, because I am trying to keep this girl nice and healthy. I also send her an applesauce, because she loves applesauce. So she's gonna be really excited about this one. Hä? Das Kind ernährt sich einfach nur von Süßem, von irgendwelchem Gelee. And I send her a juice box. Now, normally, I don't send her juice boxes, just because they're so bad for your teeth. But today, I thought I'd treat her. I hope you enjoyed today's video. Follow for more. Was für Juice? Was ist das für ein Juice, Digga? What the f... Ja, ich will nicht wissen, wie das Kind aussieht. Das tut mir jetzt schon leid. Der Körper von dem Kind ist doch jetzt schon komplett verwest, wenn sie nur so etwas isst. Oh Mann, das ist wirklich wieder genug Internet für heute. Dieses Kind hier ist mit Abstand das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Eigentlich ist man in so einem Alter noch im Kindergarten oder in der Grundschule. Er leider nicht. Denn er ist da draußen in der Welt unterwegs mit nur einer Aufgabe. Und zwar so viele Menschen wie möglich abzufucken. Und dafür scheut er vor wirklich gar nichts zurück. Egal ob Feueralarm auslösen, Leute anschreien, Sachen klauen oder einfach random Scheiße, die nervig ist. Dieser Junge macht alles. Und wir gucken uns heute mal ein bisschen was davon an. Ich habe mir seine Videos reingezogen und auf was ich da alles gestoßen bin, glaubt mir echt keiner. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es lohnt sich. Gonna fucking...
Okay, was ist das jetzt? Bruder, der Bree setzt sich einfach auf eine random Toilette in einem Einkaufsladen. Wer kennt es nicht? Normalste Aktivität an einem Mittwochnachmittag, wenn einem langweilig ist. It's coming out! It's coming out! It's coming out! Yo, okay. Bro, what the f***? Was ist das für ein Prank? Die armen Mitarbeiter, die dort arbeiten und heute einfach wieder einen stinknormalen, langweiligen Tag rumkriegen wollen. Und dann kommt er dahin. It's coming. It's coming out. It was coming out. It was coming out. Yeah, sure. Get out of my store. You too. Was denkt man sich eigentlich, wenn man sowas sieht? Würde ich dort arbeiten und der f***t mich so ab? Ich glaube, ich würde meinen Job verlieren, weil ich den kleinen Junge noch kleiner machen würde. Naja, und wie es sich gehört für den Scheißer, wurde er auch direkt rausgekickt von den Mitarbeitern. Und wie er rausgekickt worden ist. Mess. Whatever, come on. Wow, 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 okay, er schubt ihn einfach. Ich will nicht sagen verdient, weil das ist ein kleiner Butschi, aber ja, verdient. Haha, ich würde es zwar nicht machen, aber korrekt, dass jemand das auf sich nimmt. Dieses Bild gibt mir einfach übelste Amerika-Vibes. Fehlt nur noch, dass sie den kleinen Jungen mit einem Sturmgewehr bedrohen, weil er nicht rausgehen wollte. Und by the way, was war das für ein goofy A-Cartoon-Fall von ihm? Ich muss sagen, das mit der Toilette ist vielleicht kein ultra witziger 10 von 10 Prank, aber war schon ein bisschen lustig, weil es so random ist, wie er da oben drauf sitzt und am Sch**en ist und das Mikrofon übersteuert. Doch das war's leider, denn ab jetzt geht das Niveau wirklich runter. So richtig runter. Bis in den Keller, bis zum Erdkern. Okay. Na, du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass das dein neuer Prank ist? Dass du die Sachen, die fremde Leute kaufen wollen, einfach aus dem Einkaufswagen wirfst? That's mine. Hey, that's mine. What? What? What do you mean what? And you stop recording, you asked her. Huh? What do you mean? What happened? Huh? What? What happened? What happened? Different. What do you mean? It's mine. Oh. Junior? Huh? Junior? What do you mean? Das ist echt ekelhaft. Bah! Wer hat dich erzogen? Sowas finde sogar ich ein bisschen too much. Und das muss was heißen, weil eigentlich ich feiere alles, was gottlos ist. No. Seriously? Don't do that. What? Don't throw shit on my car. Hey, no. Sorry, thank you. I do not. Take me off the camera now. Zoom in on her face. Die armen Leute. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, das sieht so traurig aus, wie sie ihr Zeug wieder aufhebt. Ich habe wirklich Mitleid, Mann. Can I wait, don't call. I'm gonna jump. I'm gonna do it. No, I'm gonna jump. I'm gonna jump. Oh nein, die arme Mitarbeiterin denkt wirklich, sie kann ihn jetzt davon abhalten und er wird es sich nochmal anders überlegen. Ja, ja, sicherlich. I'm gonna jump. Can you help me up? No, sir. You need to go out this. Ich sag euch ehrlich, ich wünsche mir gerade den Kollegen von vorhin hierher, der ihn mir gezeigt hat, wo es lang geht. Real Talk, für sowas bräuchte man so eine Kidnapper-Hotline, die man anheuern kann auf ihn. Die ihn kurz einpacken, 5 Stunden wohin bringen, richtig Angst machen und dann wieder freilassen. Ich glaube, danach war es das auch erstmal mit den witzigen YouTube-Videos. Is that yours? What? Is this your car? Yeah. Oh, okay. Do I need to call the cops on you? Yeah. I see you videoing me. Get out of my stuff. Really? What? You were being mean to me, so I had to do it. Bruder, die ganze Packung einfach rausgeballert? Stell dir mal vor, das wäre kaputt gegangen. Was ein Prank. Wirklich. Jetzt mal Spaß beiseite. Wie kann man mit 12 Jahren schon so ein Lutscher sein? Das ist auch echt, also das ist wirklich nicht lustig. Das ist kein cooler, witziger Prank oder so. Das ist einfach unangenehm zum Anschauen. Was hat TikTok bitte mit der Generation von heutzutage gemacht, dass die auf solche Ideen kommen und denken, die haben damit den übelsten Banger gemacht? Okay, und wenn ihr dachtet, dass sowas schon der Untergang für die Menschheit ist? Es wird schlimmer. Und zwar richtig schlimmer. Im nächsten Video geht es um was Bestimmtes, was an der Wand hängt. Ja, richtig. Es geht um einen Feueralarm. Hey everyone, it's not a joke. I'm gonna do it. Don't you fucking
Don't I dare? Dieser kleine Wichser will doch jetzt nicht ehrlich den Feueralarm pullen, oder? Mitten in einem öffentlichen Restaurant. Don't I dare? I'm gonna do it. No fucking way. Nein, 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 nein. Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Ich schwöre, würde ich dort arbeiten und ich sehe ihn, wie er diesen Feueralarm dort pullt, ich würde wirklich wie John Cena auf ihn zurennen und ihm dann so einen High-Dropkick geben, dass er voll im hohen Bogen aus dem Laden rausfliegt. Die Arme hatte heute erst einen Arbeitstag und dachte, es wird entspannt. Und jetzt muss sie sich um sowas kümmern. Ich würde mir wirklich verarscht vorkommen von meinem eigenen Leben. Oha, oha. Ich will nicht wissen, was danach passiert ist. Die ist komplett am Ragen. Die geht wirklich wie ein Wrestler los auf die kleinen Jungs. Aber wo wäre denn sowas mit dem Feueralarm noch gottloser als in einem Restaurant? Vielleicht in einer Bibliothek? I think you should. Okay. Are you here with anyone? No. By yourself? Yeah. Come with me downstairs. I think I want to pull. No, no. I'm gonna no, do it. You are not. I'm gonna do it. No. I need to retaliate somehow. No. I'm gonna no. do it. No. Ey, die Arme schiebt schon Panikattacke. Aber verständlich, wenn da ein random Kind reinkommt und unbedingt den Feueralarm pullen will. No, come with me, downstairs. I have an addiction to pulling fire alarms. Come on, we're gonna go downstairs together. Come on. Downstairs. Oder dieses Kind ist ein Dämon. Was müssen sich die Eltern den ganzen Tag geben, wenn die ihn nicht auch schon irgendwo ins Heim geschickt haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben? I think I'm gonna do it. No, I'm Why getting don't you very want... upset. Why? Because you are gonna do something that's illegal. I'll try to calm myself down. And I think if we walk My heart together, is beating pretty fast. If we walk together. All right. If we walk together. All right, all right. Walk together. All right. Yes. All yes. right. Yes. I'm gonna help you through this. I'm gonna help you through this. Ah, no! Congratulations. Is it? Nothing's going on. Do you know who this is? No. No, they're filming some dumb shit. Oh my god! Come on. Ah, okay. Wenigstens ist der Feueralarm nicht echt. Stellt euch mal vor, das Ding wäre real und die Feuerwehr wäre automatisch angerückt, weil eigentlich ist das ja so der Fall bei solchen öffentlichen Plätzen. Der kleine Hosenschützer hätte dann so 30.000 Dollar Rechnung von der Feuerwehr bekommen, wegen den Einsatzkosten. Das hätte ich ihm aber sowas von gegönnt. Und natürlich, als die Polizei informiert wurde, gibt es nur eine Lösung für ihn. The police are coming to see you. You might want to film that they're coming. Really? For our safety? For proof to the police what you did. We're gonna run in 3, 2, 1. Ah, no! Alright, die Oma schreit nur noch so, no, no, rennt nicht weg. Ja, ist ehrenlos, aber was bleibt dir anderes übrig? Also, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Ich meine, selbst wenn, was wollen die tun? Ihn einsperren? Das ist ja das Schlimmste hier dran. Der kann sich einfach alles erlauben, weil ihm eh nichts passieren kann. Niemand wird ihn wirklich verhaften. Höchstens seine Eltern müssten dafür haften. Imagine, ihr zieht so jahrelang euer Kind auf und dann müsst ihr einfach in den Knast und Strafe zahlen, weil er random Feueralarm ausgelöst hat in einer Bibliothek. Ich würde ihn enterben. Direkt. It's all good, man. So if I can just... I mean, you know, it's all good, man. Like I said, just as long as you guys are not harassing my team members. Be careful, man. I don't want to get any problems. Okay, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ist zwar ein bisschen random, aber immerhin nicht ganz so abgefuckt wie die anderen. Thank you. And she don't have our permission. Zoom in on her face. Why? Did I get you? Thank you. You have a great day. Guck mal, genau sowas meine ich. Der kommt damit durch, weil er so ein kleiner Racker ist. Hätte ich das gemacht bei dieser Frau, die wäre voll ausgerastet, hätte geheult und hätte mich danach noch angezeigt wegen sexueller Belästigung oder sowas. Und der kommt damit einfach durch. Falling out. Oh, is this Mike? How's it going, Mike? Good. You know what it's time to? It's time to get out. Don't grab it. Get the f*** you. Someone's gonna lose their job today, Mrs. Grumpy. Somebody's gonna be dead in front of a f***ing car today. Yo, oha, chill, Bro, chill. Der hat wirklich ein bisschen übertrieben, was sollte das denn? Ja, und eine halbe Stunde später musste die Situation hier so geklärt werden. We have the right to ask you to never come in our store again, but I'm asking
asking you right now to never come in our store again. I got you. If you ever come in our store again, you'll get arrested for trespassing. Oh mein Gott, was muss ich die Polizei denken? Die wurden beide Polizisten in der Hoffnung, schlimme Verbrechen zu bekämpfen und Heldentaten zu erledigen. Und dann müssen sie einfach einen kleinen Jungen aus dem Supermarkt bringen, weil er mit einem Plastikhuhn Menschen angreift. Ich erkenne den Schmerz im Blick von diesem Bruder. Dickes F. What the f*** ist das jetzt schon wieder? I'm gonna do it again. Das reicht jetzt auch. Nach diesen Videos bin ich mir sicher, dass mein Sohn erst Handy bekommt, nachdem er ein bisschen Gehirn bekommen hat. Dieses Video hier stammt von einer Überwachungskamera im Haus einer Familie. Und dort in der Ecke steht der Sohn, der jetzt jemanden erschrecken will. Holy f***ing s***. Wäre das mein Sohn gewesen, hätte ich mich mal bei dem Kinderheim in der Nähe meiner Stadt umgehört, ob die vielleicht noch einen Platz frei haben. What the f*** ging da ab? Erst die 5 Liter Kaffee und bekommt die dann einen Feuerlöscherstrahl ins Gesicht oder was ist das? Wie kommt ein Kind überhaupt auf so eine gottlose Scheiße? Aber ich muss Respekt zollen, weil er hat die Familie von diesem Müll-Starbucks-Coffee gerettet. Ein was Gutes hat es ja. Und genauso gottlos geht es weiter. She crashed her daddy's 458. Ach du heilige Scheiße. Stell dir vor, du leihst deiner Tochter deinen Ferrari, für den du 40 Jahre durchgebuckelt hast, und sie kackt einfach bei der ersten richtigen Kurve rein. Zum Glück ist hier nichts passiert, aber das wird teuer. Hätte ich das bei meinem Vater gemacht, er hätte mich halt Real Talk zur Adoption freigegeben. Oder mich gezwungen, ein paar von meinen Organen zu verticken, damit der Schaden vom Ferrari wieder reinkommt. Stop recording me! Get the f*** away from me! Nein, nein, nein! Ich halte jetzt schön mit der Kamera drauf! Haha, du hast den Ferrari von deinem Daddy gecrashed! Haha! Die Arme ist schon komplett auf Panikattacke am Telefonieren. Tja, mit wem telefoniert sie da wohl? Daddy, ich habe dein Ferrari gecrashed, aber es war nicht meine Schuld. Das Auto war schuld, okay? Tja, was sagt man denn dazu? Frau am Steuer, Ungeheuer. Women. Und dieses Gegreiche gerade am Ende hat mich an so kleine Babys erinnert, die auch immer am Schreien sind ohne Grund. Yo, okay, was war das denn? Das normale Schreien von Babys ist ja schon schlimm genug, aber stellt euch mal vor, die würden wirklich die ganze Zeit so klingen. Oh, hell nah. Und wo wir gerade schon bei Kindern und Babys sind, die Kontrolle verlieren. So wie sie über den Ferrari. Was ist der Untergang für jeden Fernseher? Die Kombination aus einem wütenden Kind und Fortnite. Natürlich Fortnite, was auch sonst. This is like the same guy last time. It's okay. Okay, Finley. Okay. Bro, chill, das ist doch nur ein Game. Wieso müssen eigentlich alle weirden und nervigen Kinder immer Fortnite spielen? Ich erkenne da so langsam ein Muster. Mama, spiel doch mal mit dem Nachbarskind. Das Nachbarskind. Freak! Finley. Okay. My leg. Nein, danke, Mama. Bruder, what the f***? Wieso das jetzt? Wieso musst du jetzt an deinem Fuß lutschen, hä? Oh oh, diese kurze Stille danach im Raum, wenn alle wussten, dass sie am Arsch sind. Ja, natürlich, der Klassiker. Erstmal die Schuld auf jemanden anderen schieben. Wer ist denn ausgerastet und hat den Controller weggeballert, nachdem er an seinem Fuß gelutscht hat? Hä? Richtig, du!
Holy crap. Dude, do you realize what just happened? No! Instant Regret am Ende. No, was habe ich getan? Wieso habe ich das getan? Das hier ist der Vater, wenn er nach Hause kommt und das sieht. Matthias, komm raus! Ey, mein komm Vater! Raus! Junge, zwei Optionen. Komm on, leck mich ab! Arsch! An! Komm! 1:1 genau so. Oh no. Wenn ich dieses Standbild hier sehe, weiß ich, dass in 2 Minuten nichts mehr von dem Fernseher übrig sein wird. Oh my God! I can't even see them! Oh Gott, der wurde einfach gepickaxed. Was ein peinlicher Moment. Dude! Oh my God! Dude, look at... I literally had a freaking llama! God! Dude! Mom! Mom! I need a new TV! This TV is horrible! Ey, lass doch deine arme Mutter aus dem Spiel. Was kann sie jetzt dafür? Hör mal auf zu zocken und geh ein bisschen raus an die frische Luft. Aber so wie der aussieht, hat er bestimmt schon seit 3 Wochen kein Sonnenlicht mehr gesehen. Damn, boy, he's sick, boy! No, money, money, get me to me! You're screaming? I need to play Fortnite! Okay, you don't have to scream. Yes, I do! In 2 seconds, I'm taking... What are you gonna do? Nothing! Okay, I need to play! Ich schwöre, würde so mein Sohn mit mir reden, ich würde diese Dinger hier zur Kampfwaffe machen und ihn jagen lassen. No, I need to! I'm gonna break it! Yeah? Yeah! Okay. Alright, I'm gonna break it. You better not break it. That's it! Who's the bat? That's it. Listen to me! Don't break the TV! Huh? No. Are you gonna buy me a new one? No. Are you gonna buy me a new one? No. You're not gonna buy me a new one? Ach du Scheiße, war das peinlich. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Was ein Loser, der will den TV von seiner Mutter zerstören, damit er einen neuen bekommt und schafft es nicht mal. Das ist echt cringe. Oh dear, oh dear. No. Buy me a new one? No, you can't. I can't believe you did that. You gonna buy me a new one? No! Stop! Oh my gosh, your father. It's gonna flip out. Can you buy me a new one? No. No, okay, no. Stop! Stop! You gonna buy me a new one? No, okay, no, it's done. Just stop. Was ein Hup. Ich glaube, das ist die beste Werbung für Verhütungsmittel, die ich seit langem gesehen habe. Was ein ekelhaftes Kind, Digga. Bah! Ich würde ihn direkt rausschmeißen, irgendwo im Wald, sodass er erstmal Seven vs. Wild Selbstversuch machen kann, damit er mal wieder klarkommt auf sein Leben. Nathan, shut up! No! Look at your dad's back that he had since he was a kid! Seriously? Well, you should have bought me a new TV. Yeah, sure. Or if you're, I'll fix it. No, you're gonna use it to break it some more. No, go get a broom. You're gonna buy me a new TV? No. Yeah, you will. No, you can't play Fortnite. Uh-huh. Yeah, you will. Move. Look at all the glass. Oh God. Was geht eigentlich bei dem Kameramann die ganze Zeit? Der ist auch unsichtbar, oder? God damn, diese Kinder, die immer ausrasten müssen. So, chillt doch einfach mal. Genau das denke ich mir auch bei dem nächsten hier. Ja, okay, Alter, was geekst der denn so im Unterricht? Was ist passiert? Hat dir jemand deine Lego-Figur oder deine Pokémon-Karte geklaut oder wieso rastest du so aus? Normalster Unterricht in Duisburg, be like. Sowas gehört da wirklich zum Tagesprogramm. Okay, wer dachte, dass es nicht schlimmer geht, der liegt falsch. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als nervige Kinder im Flugzeug. Das ist die Hölle. Die Hölle, weil es keine Flucht davor gibt. Du kannst nicht einfach weggehen. Nein, du bist für die nächsten Stunden ganz sicher damit gefangen.
Oh mein Gott, wie kann er das so lange aushalten und sagen die Eltern da gar nichts? Was sind das für Eltern, die ihrem Kind sowas erlauben? Ich würde vorne ins Cockpit stürmen und dann meine GTA-Skills spielen lassen. Eine Frage hab ich. Was ist noch nerviger als kleine Kinder im Flugzeug? Richtig, kleine Kinderrapper. Ja, wo ist denn dieser Suki? Die Menschheit geht echt den Bach runter. Der kann doch gerade erst mal seit 2 Wochen laufen. Was macht der mir hier jetzt auf Gangster-Mengster mit Goldchain und Baggy-Pants vor einem Polizeiauto? Wie kann ein Kind in so einem Alter überhaupt schon wissen, was Rap ist oder so? In den seinem Alter habe ich noch diese Play-Doh-Knete gegessen, weil ich so wenig Ahnung hatte von der Welt. Schnell zu deiner Traumfrau. Meine Seiten auf dem Niveau von Shatter. Alles ist stolz, sogar meine Eltern. Das glaube ich nicht. Zeig das Video mal deinen Eltern und film ihre Reaktion bitte. Ich glaube, die sind alles andere als stolz auf dich. Wieder werden falsch alle raten. Was du dumm machst, Patte, hast du einen an der Waffe. Wenn du kommst, bist du lieber still, weil wir dich sonst ficken, Bunnobil. Deine Schwester kommt, sag ich will Jaro. Ich sag auch, fick die Faro. Besser spiel ich mit uns, versuch es gar nicht. Kinder schicken bei Insta. Wann hört diese Plage auf? Wann hört es endlich auf mit neuen kleinen Instagram-Rappern? Bitte macht eure Hausaufgaben oder irgendwas anderes, aber bloß keine Musik. Bitte tut doch euch selbst, euren Familien und euren Freunden einen Gefallen und fangt erst gar nicht an in so einem Alter mit so einem Müll. Ansonsten endet ihr noch so. Lil Bro flext einfach mit so einem ausgedruckten Papierschein. Hell nah, was ist das denn? Und zum Abschluss habe ich noch jemanden gefunden, den seine Eltern bestimmt stolz sind, wenn sie das sehen. Wie hoch ist dein Bodycount? So 8, ne? Einmal habe ich so 5 an einem Tag mit so ein paar Freunden gemacht, aber ich weiß halt nicht mehr so ganz. 5 an einem Tag? Ja, das war komisch. Gleichzeitig so oder immer einzeln? Immer so nacheinander. 5 hier nacheinander, hergebrettert? Ja, genau. Oha, okay, er ist ein Macher, okay, chichi. Ja, Mann, richtiger Macher. Komm kurz vor. Oh, sorry. Ananas. Ananas einfach. Sein Name ist Ananas. Wie klärst du die Frauen? Oh ja, da bin ich gespannt. Macht euch bereit, etwas zu lernen von einem richtigen Player. Wie klärst du die Frauen? Du gehst erstmal hin, so mit einer teuren Uhr. Das ist halt wirklich seine Uhr. Da fehlt nur noch die TikTok-App drauf, dann ist perfekt. Rolex mit AMG. Was für AMG? Der kann doch noch nicht mal über das Lenkrad gucken. Was will der mit einem AMG? Okay. Besten G-Klasse. Oder kann auch was anderes sein? Ja, merkt euch, kann auch was anderes sein. Muss jetzt nicht unbedingt die G-Klasse sein. Kann auch der Fiat Multipla sein. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Du musst auf jeden Fall richtig viel Geld haben. Was für richtig viel Geld? Das einzige Geld, was bei dir zu Hause im Schubfach liegt, ist das hier. Ja, aber danke für die Tipps, Mann. Jetzt weiß ich ja, was ich alles brauche, um eine Dame zu verführen. Die Uhr, das Auto und bisschen Mula. Und dann bekomme ich also jede Frau, ja? Hätte der das hier mal vorher gewusst, dann wäre es nicht so geendet. Okay, wirklich, dieses Kind hier ist mit Abstand das gottloseste Kind, was ich seit langem gesehen habe. Nein. Der kleine P*** hat nicht wirklich die Reifen zerstochen, oder? Junge, was ein Gottloser! Der will einfach nur nicht in die Schule gehen und zersticht einfach die Reifen von seinen Eltern, damit sie ihn nicht fahren können. Der ist doch gerade mal vielleicht 8 Jahre alt. Wie kann man in diesem Alter schon ein Teufel sein? Ich glaube, wenn das mein Sohn mit meinem Auto machen würde, ich würde ihn an mein Fahrrad ketten mit einem Seil und ihn hinter mir herschleifen, während ich zu seiner Schule fahre. Was ein kleiner L***er, Digga. Bah! Beste Werbung für Kondome. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr so vor wem auch immer cool und lässig aussehen wollt und dann immer genau das Gegenteil davon passiert? Der hier musste das auch lernen, auf eine harte Art und Weise. Ihr wollt euren Crush beeindrucken? Oh, Junge, klipp das mal. Holy sheesh. Holy sheesh, Digga. Holy sheesh, Mann. Wirklich, sowas passiert eigentlich echt nur im Film. Wie er davor geklatscht ist, oh mein Gott. Da passt perfekt das Tagesschau-Intro drauf. Ihr wollt euren Crush beeindrucken? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wirklich ein 10 von 10 Clip, Mann. Ich muss das nochmal sehen. Ihr wollt euren Crush beeindrucken? Oh,
Oh, Junge, klipp das mal. Holy sheesh. Holy sheesh. Guckt mal, dieser kleine süße Butchi hat ein riesen Lego-Raumschiff bekommen als Geschenk. Und nachdem er es nach 2 Wochen aufbauen endlich fertig hat, macht es seinen ersten Probeflug. Uff. Oh oh, ich kann das Schreien von ihm schon hören. Ich weiß ganz genau, dass er ultra ausgerastet ist danach und für Stunden geheult hat. Das Raumschiff musste halt eben Notfalllandung machen. So schnell auf dem Boden wie möglich. F an den Bre. Kleine Kinderrapper, die plötzlich krass sein wollen. Newcomer, die man gehört haben muss. Naja, dann zeig mal her. Und was meint er jetzt mit Newcomer? Newcomer in der Rap-Szene oder Newcomer, weil die drei Jungs doch vor ein paar Monaten erst auf die Welt kamen? Bruder, du bist neue Generation. Weißt du, wer erwartet was von dir? Oder was erwartest du? Ja, Mann. Ich zeig dir, Bruder. Kamil! Zähle meine Meinung, meine State, nur meine Warte, ich mein Kretz geht grad. Ich baller deine Freunde. Ich hab geflext, bin der Bälle und so fett State. Die mich mit 1000 Freunden und mir gefällt und deine Eltern sind weg. Wenn sogar dein eigener Kollege realisiert, wie scheiße das hier eigentlich gerade alles ist, dann solltest du es auch wirklich lassen. Ist die Tasche mit dir, die Shades of Girls, aber das gleiche, dann mit dir auch bei Mama ist der Typ. Ey, was ist los? Ich kriege Purpose, renn vor ihr, die von dir Angst. Büßes Dossi, ich behalte an Schwachkeit in meiner Fort. Welche Sprache spricht er eigentlich? War das Deutsch? Ich hab kein Wort verstanden, das war niemals Deutsch. Never. Deine Bitch schreibe jetzt und du willst mehr Nativa. Wo lebst du eigentlich bei mir Geschäft? Du willst Blatt, Mann, ich bin nicht geil auf dich. Was? Gut dann. Oh Gott. Was haben meine Augen und meine Ohren hier gerade erlebt? Das war das goofigste Video, was ich diesen Monat gesehen habe. Er denkt auch jetzt hier, Rapper, Mapper, mit hier diesen Plastikketten und der Plastik-Rolli. Und dieser Fake-Fugazi-Gucci-Tasche aus Türkei für 5 Euro vom Bazar. Brooklyn 03, das ist meine Hood, das ist mein Ghetto. Hier bin ich groß geworden, leg dich nicht mit uns an, Frischling. Ey, die Jungs sind wirklich andere Welt, ne? Gott, oh Gott. Die haben zu viel TikTok geschaut. Ey, was machst du da? Nimm den Mittelfinger runter. Was versuchst du hier? Versuchst du wirklich cool zu sein? Mit euren Bandanas. Ihr seht nicht cool aus, Mann. Ihr seht wirklich aus wie die Goofy-Bande aus dem Jahr 2024. Was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr mein Geld? Oh, da kommt ja noch einer dazu. Natürlich sind sie nicht zu dritt. Oh, und da hinten habe ich noch den 5. entdeckt. Natürlich, natürlich reden wir hier nicht nur von 2, 3 Personen. Nein, 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 nein. Wir reden hier von einer kriminellen Organisation, die sich nur im Untergrund verbirgt. Der in der Mitte denkt auch, er ist Main Character. Er hält immer noch den Mittelfinger nach oben. Chill doch mal, Bro. Ey, wenn ich das sehe, erinnere ich mich wirklich wieder an den aktuellen Status an unserer Welt zurück. Wir sind verloren, Bro. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die sind da wirklich zu 5, zu 6, zu 7. Keine Ahnung, wie viele Leute sich noch hinter der Kamera versteckt haben. Aber die machen mir hier auf Gangster Mangster und zeigen Stinkefinger und haben ein Bandana auf. Oh, hell no. Na, Bro, das ist wirklich cringe as fuck. Wieso macht ihr das? Wieso könnt ihr nicht normale Kinder sein und jetzt in diesem Alter einfach Fortnite spielen oder keine Ahnung? Wieso muss es das sein? Ich komme darauf nicht klar, ne? Und die verabreden sich auch noch safe am Wochenende so zum nächsten Elfbar-Klau. Yay! Jawohl, er hat es geschafft. Ihr könnt euch sicherlich denken, was jetzt passiert. Mach doch wenigstens alleine einen Abgang. Wieso musstest du das Puzzle mit dir in den Untergang reißen? Klasse, super. Und damit sind 50 Stunden voller Schweiß, Blut und Tränen einfach sinnlos weggeschmissen. Ich glaube, der Kleine hat danach einen Schrei rausgelassen, der dem von Godzilla ähnelt. Ich will nicht wissen, was danach für ein Chaos entstanden ist. Überall liegen Puzzleteile und dazu schreit noch ein Kind dir die Ohren raus. Ach ja, muss doch toll sein, Kinder zu haben. Genau das gleiche wird er sich hier gedacht haben. An einem schönen Sonntagnachmittag ist er draußen unterwegs mit seinem Roller. Und was soll da schon schiefgehen, fragt man sich. Ja, es muss nur ein Kind in der Nähe auftauchen und alles wird eskalieren. Ey, dein Ernst? Dein Ernst?
Ich würde das Kind mal inspizieren, ob er da nicht gerade versucht hat, dich zu killen. Irgendwas muss mit dem nicht stimmen. Der hatte es abgesehen auf ihn hier, weil ansonsten kommt niemand drauf, einfach den Ständer wegzuziehen, während der am Flexen ist. Tja, das passiert halt mit euch Rollerfahrern, wenn ihr denkt, ihr seid cool. Oder vielleicht ist er auch ein junger Klimaaktivist und wollte, dass er aufhört, mit seinem Standgas die Umwelt zu verpesten. Ich denke, das war's. Das ergibt am meisten Sinn für mich. Danach kam der hier erstmal zum Einsatz. Also, dass so Kinder bis 10, 11, vielleicht 12 absolut ehrenlos sind, ist ja klar. Bei den meisten entwickelt sich ja zum Glück noch sowas wie Anstand und Intelligenz über die Jahre. Aber ich habe hier ein jugendliches Mädchen gefunden, die von allen guten Geistern verlassen ist. Und zwar spielt hier irgendein Straßenmusiker auf seinem Klavier und versucht sich damit über die Runden zu bringen. Und jetzt achtet mal auf dieses Mädchen hier hinten. Hä? Wieso hast du das getan? Bah, was bist du denn für eine ungezogene Göre? Ja, ich hab Göre gesagt. Also das ist schon ein sehr, sehr weirder Move, okay? Fühlst du dich jetzt cool dadurch? Naja, wie auch immer. Es wird noch schlimmer. Denn ungefähr 20 Minuten nachdem das passiert ist, kommt das gleiche Mädchen wieder vorbei und diesmal macht sie das. I'm so sorry. Okay, gut, du hast dich entschuldigt. Naja, dann passt das wieder. Ich vergehe jetzt auch einfach 20 Kriegsverbrechen und sag danach, I'm so sorry. Und dann ist ja alles wieder gut. Was sind das für ehrenlose Mädchen? Sogar ihre Freunde feiern das. Also wenn das jemand von meinen Homies machen würde, bei irgendeinem Straßenmusiker, ich würde ihn angucken und sagen, Bruder, bist du dumm oder so? Was bist du für ein Schatz? Dazu fehlen mir jetzt schon die Worte. Aber ihr glaubt nicht, was danach noch passiert. Nachdem sie erst seine Show zerstört hat, sein Klavier zerstört hat, macht sie das. Das ist wirklich unfassbar. Unsere Generation ist wirklich verloren. Sie klaut sogar noch sein Geld, was er sich hart verdient hat. Dazu fehlen mir echt gerade die Worte. Und ich hoffe einfach, dass ihr Vater irgendwie Carsten Stahl ist und er dieses Video am Ende sieht und seine Tochter mal bestraft dafür. Natürlich auf korrekte Art und Weise, okay? So wie es sich gehört. Ihr müsst euch mal vorstellen, was für ein trauriges Leben sie führt, dass sie solche Dinge tut. Einfach, sie klaut sein Geld. Sie ist wirklich die Definition eines Losers. Und wäre ich der Typ hier gewesen und sie hätte mir auch noch das Geld geklaut am Ende, ich hätte mein verdammtes Keyboard genommen und das als Baseballschläger benutzt, um Baseball zu spielen, ne? Natürlich für nichts anderes. Und wir machen direkt weiter mit unerzogenen Kindern. Wie hättet ihr damals reagiert, wenn euch eure Eltern eine Spielekonsole schenken? Also ich wäre damals ausgeflippt. Ich wäre komplett crazy gegangen. Ich wäre gar nicht mehr drauf klargekommen. Ja, und schauen wir mal, wie er es so findet. Lil Bro bekommt eine Xbox zu Weihnachten und findet das Scheiße. Also ich habe manchmal, als ich klein war, zu Weihnachten so ein paar Spielsachen bekommen und ein paar Klamotten. Er bekommt eine Xbox und findet es Scheiße. Der wollte bestimmt eine Playstation, seine Eltern haben es falsch verstanden. Aber das ist immer noch kein Grund, das so zu disrespekten. Das ist echt ein ekelhaftes Verhalten. Die anderen Familienmitglieder da hinten verstehen auch die Welt nicht mehr. Was ist gerade passiert? Kinder sind wirklich manchmal undankbar. Ich habe das Gefühl, manchen kannst du eine Villa schenken und wenn es nicht das ist, was sie sich gewünscht haben, finden sie die Villa Scheiße. Und wollen sie nicht. Gut, okay, dann nimm die Villa halt nicht. Gott. Oh, und hier hast du noch ein Lamborghini. Ach so, du wolltest kein Lamborghini, du wolltest nur das neue FIFA. Ja, sorry, mein Fehler. Ich hoffe, meine Kinder sind später dankbar, wenn ich ihnen zum 5. Mal nacheinander Socken zu Weihnachten schenke. Und Kinder sind natürlich nicht nur für ihre Undankbarkeit bekannt, sondern auch für ihre Tollpatschigkeit, weil sie einfach gar keine Ahnung von der Realität haben und wie viel wert etwas sein könnte. In einer Aufnahme von einer Überwachungskamera sehen wir dort hinten ein Kind und schaut mal ganz genau, was es macht. Sure. The child and his parents had been in a community center in Overland Park, Kansas. Da steht übrigens eine Skulptur, die $130.000 wert ist. Nur zu eurer Info. Parents had been in a community center in Overland Park, Kansas, when he went up to hug the sculpture. It eventually, you see that? It tips over. Yep, er hat die $130.000 teure Skulptur einfach umarmt. Oh Mann, ey, der arme Kleine wollte nur ein bisschen Liebe geben und dann das.
Aber was haben sich auch die Eltern hierbei wieder gedacht? Wer lässt sein Kind einfach frei rumlaufen in einem Raum, wo solche teuren Skulpturen stehen? Und wieso steht überhaupt eine so teure Skulptur einfach so ohne Schutz im Raum? Wer auch immer diese Skulptur gemacht hat, selber schuld, Mann, wirklich, selber schuld. Damit muss man doch rechnen. Now the insurance company wants the family to be $132,000. They want that for negligence. Yep, ihr habt richtig gehört. Die Firma will wirklich von den Eltern jetzt $130,000. Das ist crazy, Mann. Stell dir mal vor, du gehst mit deinem Kind irgendwo hin und dann hast du $130,000 Schulden, nur weil der kleine Sch*tzer etwas umarmen wollte. Und man kann dann als Elternteil nicht mal böse sein, ne? Das ist das Schlimme. Würde mir das passieren als Vater, mein Leben würde ganz schnell an meinen Augen vorbeiziehen. Das war's mit mir. Und wo wir gerade so dabei sind, dass Kinder und Jugendliche teure Sachen kaputt machen, setzen wir direkt noch eine Stufe oben drauf. Hier fährt ein McLaren an einer Schule vorbei und irgendein Schüler ist davon abgefuckt und getriggert. Der kann es gar nicht verstehen, wie es sein kann, dass er noch lernen muss und dort schon jemand einen teuren McLaren fährt. Und natürlich muss er erstmal diese Wut an ihm herauslassen. Er kann es ja nicht für sich behalten. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Es gab nur einen dicken, fetten Knall und die Windschutzscheibe ist im Arsch. Sorry, bud. Also was für ein unglücklicher Typ musst du sein, dass dein Auto dich so triggert, dass du es kaputt machst. Okay, cool, jetzt hast du es ihm ja richtig gezeigt. Wow, der Typ hier lässt einfach sein Auto reparieren und du musst dafür dann dick Strafe zahlen. Oder wahrscheinlich müssen deine Eltern auch noch dafür blechen. Würde mein Kind später sowas machen und ich würde dafür zahlen müssen, ich würde ihn anmelden bei den strengsten Eltern der Welt. Oder bei irgend so einem Camp in Südafrika, wo er 4 Monate ohne mich überleben soll. Damit er mal ein bisschen Vernunft bekommt. Also das ist wirklich gottlos, Mann. Wie dumm. Dumm muss man sein. Ich habe wirklich den letzten Funken Hoffnung in diese Generation verloren. Okay. Also ich habe ja heute schon oft gesagt, dass ich die Hoffnung in unserer Generation verloren habe, ne? Aber dieser Instagram-Stream hat mir nochmal deutlich gezeigt, in was für einer Lage wir uns aktuell befinden. Hier sind irgendwelche 2 Bubis, die weiß ich nicht wie alt sind, maximal 11, maximal 10, vielleicht sogar unter 2-stellig. Und die beefen sich einfach auf Instagram live. Ja, ihr habt richtig gehört, die machen ein Instagram Livestream und streiten sich da. Hallo. Sind eure Eltern nicht zu Hause oder in einem anderen Raum oder wieso habt ihr gerade so große Fresse? Was sagen die da? Woher haben die überhaupt die Wörter gelernt? Yeah, you pussy ass, come on, fight me. Die wollen einfach kämpfen mit 9. Ich hatte damals mit meinen Jungs Clankrieg in Clash of Clans und die haben einfach Clankrieg mit 9 im echten Leben. Hä? Droppt er gerade wirklich die N-Bombe und ist weiß? Ich kann das alles nicht mehr, ne? Meine letzten 3 Gehirnzellen verabschieden sich gerade. Die gehen da gerade hinten durch die Tür. Yo, ciao. Also wenn ich mir gerade vorstelle, dass ich live bei diesem Livestream dabei wäre, das wäre das Entertainment des Jahres gewesen. Einfach irgendwelche Bubis am Internet beef und beleidigen sich aufs Übelste. Ach du Scheiße. Aber ich sag euch ehrlich, diese Kinder gibt's nur in Amerika. In Deutschland sind schon ein paar abgefuckt. Ja, aber noch nicht so. Da sind wir zum Glück noch so 1-2 Jahre entfernt. Dann geht das hier auch los. Ich fühle den Jungen zu 100%. Ja, Real Talk. Ich fühle ihn auch zu 100%. Wie ekelhaft auch. Der Bus sieht ihn doch eigentlich und fährt trotzdem dran vorbei. Classic Reaktion, ich hätte es genauso gemacht. Hör auf! Ja, und was bringt es dann? Der letzte Bus für heute ist weggefahren. Der Typ ist so am Arsch. Wenn die Jungs und ich ein bisschen kicken wollen. Ach du heilige Scheiße! Der Arme wollte ein cooles Video machen und den Ball im Kofferraum versenken und jetzt. Ja, jetzt haben wir den Salat, ne? Das gibt eine dicke, fette Rechnung und dazu noch eine dicke, fette Anzeige. Hat er da einen Anschlag auf sein Homie versucht? Ja, Leute, ich weiß, dieses Video war mal wieder hart. Wirklich
hart. Deswegen lasst lieber ein Like da, falls ihr nicht so enden wollt, wie alle in diesem Video hier. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao, man.